Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Transport Fever 2, dem Transportsimulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, da kommt auch gerade der Holzzug entgegen und ich bin gerade auf dem Weg mit dem Zug hier nach Ratingen. Da wollen wir gleich mal anschauen, wie viel Geld uns dieser Zug denn bringt. Der ist mittlerweile voll, die Produktionen laufen. Ihr seht auch im Kontostand, es hat sich wieder einiges geändert. Das heißt, der Rubel rollt auf jeden Fall. Die Zuglinien sind auf jeden Fall auch rentabel. Wir wollen mal gucken, wie viel uns diese kleine Strecke denn bringt. Wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Da fahren wir nämlich jetzt gleich in Ratingen ein. Hier oben am Gleis. Und gucken dann mal, wie lukrativ das Ganze ist hier. Vielleicht können wir das noch erweitern. Wir schauen mal. Da fahren wir rein in Ratingen am Cargobahnhof. So, 1,3 Millionen läuft. So, das passt soweit. Ansonsten, wenn man jetzt sich das Ganze hier mal anschaut, das mit dem Holz hat sich mittlerweile eingependelt. Und es war auf jeden Fall eine kluge Idee, das Ganze dann auch anzupassen. Der wartet hier einen kurzen Moment immer. Und dann geht es dann auch direkt weiter. Ihr seht schon hier, die Produktion für Ratingen wartet auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Auch der Zug nach Duisburg, der ist schon wieder fast voll. Das pendelt sich auch hier soweit schon mal alles ein. Wir müssen natürlich noch die Strecke hier aktualisieren. Das mache ich, glaube ich, mal in der... Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich das in der Folge mache oder ob ich das mal so zwischendurch mache. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall noch, um Ratingen weiter wachsen zu lassen... Wir gucken mal, ob die Städte, die Stadt schon ein bisschen wächst. Nee, noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen was hin und her fahren. Um die Stadt jetzt weiter wachsen zu lassen, wollen wir uns heute mal um die Versorgung mit Treibstoff... darum kümmern. So, wir haben hier mehrere Ölfelder. Ne? Wir haben einmal hier, da, dort, dort und dort haben wir verschiedene Ölquellen. Und hier haben wir eine Raffinerie direkt bei Essen. Total cool. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall dann hier die Ölraffinerie beliefern. Und dann hier quasi, guck mal, das ist gar nicht so weit, aber ich werde hier, glaube ich, trotzdem, sollen wir da einen Zug einsetzen oder einen LKW? Ich weiß gar nicht, lohnt sich das? Überlege ich mir nochmal, das werden wir beim nächsten Mal dann anschließen. Aber in der heutigen Folge wollen wir uns einmal um die Belieferung von Rohöl kümmern. Ne, wir haben 1, 2, 3, 4 und 5. Ne? Da werden wir dann Essen beliefern. Guck mal, wir können dann auch später hier und noch nach Solingen Treibstoff transportieren. Ratingen braucht Treibstoff, Wuppertal braucht Treibstoff. Da können wir das hier vielleicht auch ein bisschen größer bauen. Müssen wir mal schauen. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal 1, 2, 3, 4, 5... ein sechsgleisiges Gleis hinpacken. Sechsgleisiges Gleis. Okay, man kennt es. Dann werden wir das einmal fertig machen. So, wir brauchen einen Cargobahnhof. Und ich würde sagen, nehmen wir einen Kopfbahnhof oder... Ne, wir nehmen sowas hier. Wir machen mal direkt die 240 Meter. Ich denke, das ist soweit okay. Wir machen mal sechs Gleise. Hochgeschwindigkeit bauen wir schon. Das hattet ihr auch gesagt. Das sollen wir auf jeden Fall machen. Und macht auf jeden Fall Sinn. So. Das Gelände ist ein bisschen doof hier, ne? Da das meiste von da kommt, werde ich jetzt mal gucken, ob ich das hier so ein bisschen anschrägen kann, ne? Ne, das geht leider nicht, wegen dem... Gucken wir mal. Passt das hier so? Ne. Ah, schon wieder tricky hier. Da müssen wir in den Berg hier reinbauen, ne? Das ist natürlich auch blöde. Wir könnten natürlich ein bisschen Terraforming machen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, ne? So, ich würde sagen, das machen wir ein bisschen weiter außen. Dann würden wir da einfach... So, da haben wir jetzt hier Ölquelle Essen. Das heißt hier Güterbahnhof Essen Ölraffinerie. So, das ist der Güterbahnhof und den wollen wir natürlich versorgen dann mit den einzelnen Stationen. Also einmal hier, dort, dort, dort und dort. Ne, sechs Gleise haben wir jetzt, hoffe ich, mal gebaut. Wir ziehen nochmal kurz durch. Ja, das passt soweit. Können wir natürlich immer noch erweitern. Und dann würden wir das Ganze mal befüllen. Ich bin am Überlegen, dass wir hier vielleicht eine Trasse machen, die dann hier so zusammenführen. Die genau. Und die treffen sich dann beispielsweise hier so. Und fahren dann alle dort dann hoch. Ja, das ist, denke ich mal, eine gute Sache. Ich würde sagen, wir fangen mal hier bei der längeren Strecke an und bauen dort dann auch wieder einen Cargobahnhof hin.
Ich nehme jetzt hier mal keinen Kopfbahnhof. Oder können wir doch einen Kopfbahnhof nehmen? Wir machen aber hier nur ein Gleis. Ich schau mal gerade. Nee, Kopfbahnhof lohnt sich, glaube ich, nicht. Machen wir hier. Ist das da noch angebunden? Wir gucken mal. Oder können wir da vielleicht doch einen Kopfbahnhof machen? Der ist schon recht lang, ne? Kann ich den hier anschließen? Natürlich wieder nicht. War klar, aber wir könnten den vielleicht hier so anbauen. So, kostet natürlich schon ordentlich Geld, ihr seht schon, aber wir verdienen auch mittlerweile richtig gut Geld. So, das ist, Öl, Güterbahnhof. So, dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal soweit fertig. Das ist der Güterbahnhof. Dann haben wir hier noch einen Güterbahnhof, der dann hier auch rüberfährt. Das heißt, da könnten wir vielleicht sogar... Wenn wir mal gucken, was wir da für einen Bahnhof bauen, ne? Müssen wir mal schauen, dass wir das ja auch noch anschließen, dass die beiden Trassen dann nebeneinander laufen. Machen wir mal vielleicht direkt zwei direkt fertig, ne? Gucken wir mal. So, da bauen wir am besten hier auch noch mal einen hin. Aber hier können wir, glaube ich, diesen einen Bahnhof nicht bauen. Das heißt, wir... schließen den hier so an. Ich denke, das sollte passen. Auch wieder 240 lang, Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und dann fangen wir mal an zu bauen hier. Gleise, Hochgeschwindigkeit, Oberleitung wollen wir da auf jeden Fall haben. Und bauen das... Ich muss mal kurz gucken. Wo war die andere Ölquelle? Die war hier, ne? Okay. So, bauen wir dann mal weiter. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu der Folge. Und vielen Dank nochmal für die ganzen Tipps und Kommentare. Ich habe jetzt mal ein paar Folgen am Stück aufgenommen, weil ich am Wochenende nicht da bin. Und ich jetzt auch nicht wusste, wie viel ich da bei der Aufnahme schaffe. Denn die Woche ist ein bisschen pickepacke voll. Große Sorry dafür, wenn ich da nicht direkt auf eure Kommentare jetzt eingehen kann. Aber das wird sich in der kommenden Woche dann wieder ändern. So. Das heißt, hier haben wir schon mal die dementsprechende Versorgung. Das passt soweit. Dann will ich auch diesmal nur ein Zugdepot nehmen, dass alle hier gleichzeitig befahrbar sind. So, das hier ist der Güterbahnhof. So, Güterbahnhof Wuppertal Öl 2. Oh, es gibt einen neuen Zug hier, neues Fahrzeug. BRE 94. Müssen wir uns mal anschauen. Vielleicht können wir das Fahrzeug ja auch schon verwenden. So, das heißt, wir haben hier die Strecke, da die Strecke. Die laufen hier parallel auf jeden Fall lang. So, guck mal. Da hinten ist der andere Bahnhof. Da müssen wir hin. Das heißt, hier könnten wir eigentlich parallel laufen lassen. Und da kommen die und die von der anderen Seite wieder ran. Sodass wir dann da auch... Mach mal hier so den kleinen Bogen. So, ich baue die Strecke jetzt mal komplett fertig. Wir werden natürlich nach und nach dann erst die Strecken hier in Betrieb nehmen, weil das, glaube ich, alles andere macht, glaube ich, noch keinen Sinn. So. Das heißt, heute ist mega, mega Ausbau angesagt. So, der Zug kommt dann von da mit dem Kopfbahnhof. Hier können wir auch einen Kopfbahnhof bauen und dann laufen die dann parallel hier zu der Trasse rein. Deswegen werde ich mal kurz hier wieder einen Kopfbahnhof bauen. Wir gucken mal kurz. Können wir den hier so direkt? So, dele. Jo. Das sieht gut aus. Das hier ist auch Öl wieder, ne? Ist klar. Güterbahnhof. So. Das passt auch soweit und ist natürlich jetzt hier von der Ebene ein bisschen anders. Und hier machen wir auch noch einen Kopfbahnhof hin. Den drehen wir auch noch. Das heißt echt wirklich maximale Investition heute hier. So, den könnten wir hier so bauen, würde ich jetzt sagen. So, das ist auch, das ist Solingen, auch wieder Güterbahnhof. Solingen Öl. So. Und so.
Dann geht nämlich die Trasse hier lang. So, wir müssen da hinten rüber, ne? Ich würde sagen, dass wir... Das kostet natürlich, ne? Ja, ist aber egal. Wir müssen einfach den Invest vorantreiben. Ist einfach so. Da kommen wir nicht drum rum, Leute. So. Der Zug hier, der fährt dann die Strecke hier so parallel. So. Und dann baue ich mal hier die Trasse so weiter, dass die sich nämlich dann treffen. Das wird dann nämlich hier so ein Güterumschlagpunkt, ne? Mal gucken hier, da können wir noch ein bisschen eine Rundung mit reinpacken. Da auch. Dann bauen wir noch mal ein bisschen weiter hier. Das wird auf jeden Fall echt spektakulär werden. Heute ist noch mal ein bisschen Bauen angesagt. Wir müssen mal gucken wegen der Geschwindigkeit hier. Wir ziehen das mal ein bisschen. Ach guck mal, da können wir sogar vielleicht mal einen kleinen Tunnel bauen. Das wäre vielleicht auch mal ganz schön. Läuft das dann parallel? Wir gucken mal hier. Das läuft nicht ganz parallel, oder? Doch, das passt soweit. Würde ich sagen, machen wir da mal einen Tunnel. Mal ein bisschen Abwechslung rein. Und der trifft sich dann auch hier. Das passt von der Geschwindigkeit her, 133. Ne, und dann fahren die einfach parallel quasi danach. Ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwie eine Strecke noch vergessen habe. Das Stück habe ich hier noch vergessen. Die kommt dann auch noch mit dazu. So, Gebäude. Ich habe jetzt Geschwindigkeit mal auf 2 gelassen, damit die ganzen Produktionen weiterlaufen. So, das heißt, hier bauen wir auch noch einen Güterbahnhof hin. Das wären wirklich die Treibstoffproduktion hier. Die treiben wir richtig voran. Ist sogar Öl 3, ist das sogar schon. Öl 3. Auch wieder Güterbahnhof. So. Das heißt, davon geht dann auch wieder eine Trasse rüber. Boah, das wird richtig spektakulär dann werden, wenn die dann alle gleichzeitig fahren. Das wird richtig cool werden. Ich glaube, kleinere Abschnitte ist immer ein bisschen besser, aber ich baue jetzt einfach mal die großen hier. Warte mal. Da müssen wir vielleicht mal hier so ein bisschen abbremsen, dass wir hier so quasi in die Trasse kommen, vielleicht mit dem Doppeltunnel. Guck mal, 137, da verliert er, oder 140, da verliert er auch nicht so viel Geschwindigkeit. So, dann haben wir jetzt hier diesen Doppeltunnel. Ah, richtig cool auf jeden Fall. Also das wird eine Megatrasse. Guckt euch das mal an hier. Dieses Gebilde, ne? Hier fährt ein Zug, da fährt ein Zug. Und die kommen dann alle hier zusammen. Ne, die ganzen Linien. Insgesamt 5 Stück. Und eine abgehende haben wir dann, die wir vielleicht... eine abgehende haben wir dann, die dann dort rüberläuft. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir müssen hier so einen kleinen Bogen fahren. So. Bauen wir das mal hier drüber. So. Auf jeden Fall ein Mega-Bauprojekt, ne? Das wird auf jeden Fall richtig gut. Ja, ich glaube, das wird echt spektakulär werden hier. Mal kurz gucken hier. Wir müssen uns mal so ein bisschen anschmiegen hier. Der will nicht mehr. Warum will der sich jetzt hier nicht so anschmiegen? Ja doch, das passt, glaube ich, so einigermaßen. So. Boah, da richtig große Trasse hier. Da war der Bogen zu groß. Das mit dem Geld ist immer noch vollkommen human. Natürlich, weil die jetzt hier still liegen, die Trassen, wird es natürlich ein bisschen weniger und die natürlich auch schon kosten. Ja, und jetzt fahren wir hier quasi den großen Bogen. Und die andere Produktion, die ist hier vorne. Das heißt, wir werden jetzt hier das äußere Gleis freilassen und werden dann hier... Ich guck mal kurz...
können wir einen Tunnel machen, ne? Das ist ja nice. Kostet zwar wieder Schweinemoos, aber sieht dann auf jeden Fall echt spektakulär aus. Ich denke, dass... Ah, jetzt habe ich die falsche Trasse angeschlossen, ne? Ah, warte mal. Da muss ich nochmal kurz wegmachen hier. Das war jetzt suboptimal. Mal gucken hier, die Gleise. Kriegen wir die jetzt nochmal wieder weg hier? Doch, kriegen wir weg, ne? Da müssen wir mal ein bisschen anders bauen. Gerade noch von erzählt und dann mache ich genau das andere. Genau das Falsche. Also so rum wollten wir es machen hier. So. Dann die Strecke hier. Nee, das wollen wir nicht so machen. Das wollen wir hier auch anschmiegen. Ans Gleis. Sehr gut. So. Es wird ein riesen Umschlagspunkt hier, ne? Das heißt eine Riesenproduktion, wo wir hier die Produktion ordentlich befeuern. So. Das heißt, heute ist mal wieder mega Bau angesagt. Und wenn die alle laufen hier, dann ist das eine Goldgrube, Leute. Ich sag euch das so, wie es ist. Dann ist das richtig lukrativ. So. Zack. Kostet zwar jetzt alles Geld, aber ich denke, das wird sich auf kurz oder lang, wird sich das Ganze definitiv lohnen. Der fährt da mal kurz einen kleinen Knick hier, damit wir auch das andere Gleis da dementsprechend versorgen können. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Gleise hier versorgt. Ne? Sieht auf jeden Fall richtig cool aus, dieses Kreuz hier. Und wenn wir uns das mal in der Nähe anschauen, wenn die ganzen Züge dann hier alle durchbrettern, ne, das wird auf jeden Fall richtig, richtig spektakulär. Also wird richtig cool werden. So, die Trasse haben wir jetzt soweit hier angeschlossen. Was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist das Ganze noch mit einem Zugdepot zu versorgen. Da muss ich mal kurz gucken, wie wir das am besten bewerkstelligen. So. Würde sich hier anbieten, das Zugdepot, ne? Dass die hier alle reinfahren. Das wäre, glaube ich, eine coole Sache. Also hier ein Zugdepot hin und dass die dann hier nach und nach reinfahren können. Ich glaube, das wäre eine coole Idee. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass das dann auch funktioniert. So, wir bauen mal ein Zugdepot hier hin, weil hier ist nämlich die ganz lange Trasse. So, Zugdepot, das bauen wir mal hier so hin. So ein bisschen weiter außerhalb. Zack. Hier, Zugdepot Essen. Na, wir nennen das mal Güteröl. Güteröl. Zack. So. Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal gemacht. Dann müssen wir da auch noch ein bisschen hier uns einmal so ein bisschen ranpirschen hier. Und mal gucken, das passt. Oh, die Straßenfahrzeuge werden langsam schlecht. Ich mach mal kurz die dementsprechende die Zeit mal ein bisschen normal. So. Und da können die dann jetzt nach und nach dann hier auch von einem Zugdepot beispielsweise dann direkt hier hinfahren. Wir bauen jetzt hier mal ein Signal hin. So. Das heißt, den Megabau haben wir auf jeden Fall erstmal soweit fertig. Und da könnten wir schon mal die erste Strecke... Kann man das sehen hier mit den Straßenfahrzeugen, welche schlecht sind? Ich weiß gerade nicht. Wird das angezeigt? Ich weiß natürlich jetzt nicht, welches Fahrzeug das jetzt war. Ein Straßenfahrzeug war das, ne? Kann man sich die anzeigen lassen? Hm. Gute Frage. Ich muss mal kurz gucken hier. Guck mal, das läuft, das floriert hier, ne? Das sieht soweit auch ganz gut aus. Guck mal, der Zug fährt auch weiter. Wir gucken uns mal kurz die anderen Strecken an hier. Das ist der andere Güterzug. Da müssen wir auch noch die Strecke modernisieren. Das machen wir jetzt auf... Das mache ich, glaube ich, zwischen den Folgen.
Oder in der nächsten Folge müssen wir mal gucken. Ansonsten hier Ratingen, schon wieder fast voll. Der ist auch positiv. Wir gucken uns mal die Übersicht an hier. Guck mal, wie viel Geld die machen mittlerweile, ne? Das ist schon richtig klasse. Und hier warten auch schon wieder 29 Werkzeuge. Das sieht auf jeden Fall recht cool aus. Müssen wir gleich mal gucken, die Fahrzeuge nochmal austauschen. Wo kann ich das denn sehen, dass die alt sind? Wird das nochmal markiert? Komische Sache. Müssen wir uns auf jeden Fall nochmal in Ruhe angucken. Oder ich gucke mir das nochmal in Ruhe an, zwischen den Folgen. Jetzt zeigt es aber nicht an, ne? Ach doch, da. Sind das die Fahrzeuge alle hier? Ich guck mal kurz. Ich klicke mal kurz eins an. Müssen wir mal gucken. Das machen wir vielleicht auch nochmal in der nächsten Folge. So eine kleine Optimierungsfolge. Vielleicht auch das mit den Gleisen. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Ich würde sagen, wir machen mal die erste Trasse hier fertig. Und holen uns mal den ersten Zug. Und machen die Linie von... Das ist Ölquelle. Das hier ist Güterbahnhof Öl. So, das heißt, von hier soll das Ganze... Das ist der... Oh, saurer Tüscher. Guck mal, wir können einen neuen Bus kaufen. Das Ganze soll ja hier zur Treibstofffabrik. So, das heißt, hier haben wir Zug Öl Wuppertal 1. Das nehmen wir mal 1. So, da haben wir den ersten dementsprechenden Zug jetzt in Betrieb. Wir schauen uns mal kurz die Linie an hier. Die fährt dann hier auf der Trasse. Das wollen wir natürlich nicht. Denn hier kommt ja noch eine andere Trasse. Bedeutet, wir wollen das auf Gleis Nummer 2 packen. Ich glaube, da müssen wir hier rein. Oder? Nee, das war Konfiguration. Wie ging das nochmal? Wie können wir... Ah ja, Terminal 2. So. Das heißt, das müsste jetzt auf jeden Fall die passende Trasse sein. Lass uns das mal kurz anschauen. Das sieht gut aus. Das ist die Strecke 2. Hier kommt nur eine von rechts mit dazu. Bedeutet, die Strecke bleibt frei für den anderen Zug. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. So, dann kaufen wir uns jetzt mal einen Zug. Mal gucken, was wir da jetzt haben. Aber die Fahrzeuge müssen wir dringend austauschen, Leute. So, Geld haben wir immer noch in Massen. Und wenn diese riesen Ölproduktion läuft, das wird auf jeden Fall auch recht cool werden. So, das Krokodil ist immer noch mit der Leistung ganz okay. Wir haben jetzt den Zug hier, der hat noch mehr KW an Leistung. Und wir haben jetzt aber den Zug mit dazu bekommen. Guck mal, der 3000 kostet auch ordentlich was. 1,8 im Jahr. Ah, guck mal. Aber der fährt schon 90. Ich glaube, wir nehmen den hier. Für den Güterzugdienst konzipierte schwere sechsachsige Lokomotive trug den Spitznamen Deutsches Krokodil. Ah, okay, das ist dann wohl schon der Nachfolger, ne? Der Spitzname Krokodil, okay. Ah, die wurde bei der Gotthardbahn eingesetzt, so wie das aussieht. Und die ist quasi die deutsche Produktion. Ich würde sagen, wir fügen den mal hier mit hinzu. Dann brauchen wir natürlich hier diese Kesselwagen. So, ich würde sagen, wir machen erstmal... Wie viel machen wir denn da? Ausgezeichnet steht da noch. Oha. Ich würde sagen, wir machen erstmal so 127er Länge. Das ist, denke ich mal, ganz okay. Kostet 16 Millionen. Fupp. Und da würden wir jetzt den ersten Zug mal auf die Strecke schicken. So, der fährt ja dann jetzt hier raus. Da müsste er jetzt gleich kommen. Da ist er. Oh, richtig cool, guck mal. Das ist auf jeden Fall mega Bau, den wir hier gemacht haben für unsere Ölproduktion. Und das wird sich mega rentieren. Auch mit dem Zug hier, der fährt sogar 90 km/h. Da könnten wir sogar mal überlegen, wenn die ersten Trassen hier laufen, dass wir da vielleicht auch noch einen kleinen Ausbau machen. So, der fährt jetzt hier rüber auf das zweite Gleis, was vollkommen richtig ist. Ja, und hier kommt nämlich der Zug von der anderen Stelle, und zwar von dem Güterbahnhof Solingen mit der Ölproduktion. Und das wird grandios werden, auf jeden Fall. So, wir halten gleich mal kurz an. Wir können mal kurz nochmal einen Screen machen hier für unser LP. Das sieht richtig gut aus. Und ich würde sagen, Leute, wir schauen mal, wie das Ganze dann laufen wird. Wir gucken uns jetzt mal noch ein wenig
so eine kleine Fahrtimpression hier an und fahren da mal eine Runde mit. Ne, auf dieser zweispurigen Strecke nur noch, weil die andere Strecke läuft ja da hinten lang, da seht ihr es. Also es ist auf jeden Fall sehr spektakulär, das Ganze hier. Der wird jetzt zu dem, ja, zu dem Bahnhof einfach reinfahren und dann dort auch dafür sorgen, dass wir hier, ja, weitere dementsprechende Einnahmen haben werden. Wir haben jetzt zwar richtig viel Geld ausgegeben, aber ich denke, wenn alle Produktionen laufen, wird sich das Ganze auf jeden Fall rentieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.